Ich denke, was wirklich wichtig ist, an der Sucht zu verstehen, ist, dass es sich um eine Erkrankung handelt und nicht um irgendeine Art von zügellosem Verhalten. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen den stoffgebundenen und den nicht stoffgebundenen Süchten. Bei den stoffgebundenen ist es so, dass eine Substanz zugeführt wird, beispielsweise in der Alkoholsucht. Bei den nicht stoffgebundenen wird keine Substanz zugeführt, wie beispielsweise in der Spiegelsucht. Das Spannende ist, dass die Prozesse, die im Gehirn stattfinden, bei beiden Suchtarten dieselben sind. Die Suchterkrankung wird nicht so sehr darüber definiert, wie häufig oder welche Menge konsumiert wird, sondern darüber, dass ein Zwang zum Konsum besteht und dass keine Kontrolle ausgeübt werden kann über das Konsumverhalten. Und zwar auch dann nicht, wenn bereits ein Schaden entsteht oder entstanden ist. An der eigenen Gesundheit, am Körper, an der Psyche oder auch am sonstigen Leben, wenn das Leben eingeschränkt werden muss, um konsumieren zu können. Ein weiteres Kriterium, das die Suchterkrankung definiert, ist ein Gewöhnungseffekt, der eintritt auf die zugeführte Substanz oder auf das ausgeübte Verhalten, sodass immer mehr davon konsumiert werden muss oder getan werden muss. Das definiert im Wesentlichen die Suchterkrankung.